ich habe mit 10 gewusst, dass ich etwas mit den Händen machen möchte. Und meine Mama hat viel mit uns mit Ton geschafft. Ich habe aber nicht gewusst, dass es Töpfer gibt. Ich habe dann irgendwo einen Film gesehen und habe gesehen, dass da jemand gemacht hat auf den Dreischeiben. Und dann war ich so fasziniert, dass ich gefunden habe, es gibt nur da und nichts anderes. Wenn ich Ferien hatte, habe ich Töpfereien geschafft oder so, weil ich das so unbedingt wollte. Und nachher töten wir es wieder zusammen. Und zieht gleichzeitig auf, das ist irgendwie schwierig zu erklären. Das Lernen bedingt sehr, sehr viel, wie soll ich jetzt das sagen, sehr, sehr viel Übung. Also man muss einfach die Augen zu und durch. Und die Formen wieder üben. Und wieder und wieder und wieder. Einfach so immer, immer dranbleiben. Und ja, nie aufgeben. Und die ganze Lehre ist so wichtig für alle Grundlagen des Töpfers. Und der Töpfer ist ein Beruf, der Geschirr produziert. Also das heisst nicht, er tut mal noch ein bisschen Kunstobjekt oder ein bisschen Säbe oder so, sondern er bleibt dran am Alltagsgeschirr. Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich in Werkstätten arbeiten durfte, die das auch mit Liebe gemacht haben. Und wo du gemerkt hast, das ist auch ihre Berufung. Und sie fühlen sich total wohl in diesem Beruf. Nach diesen 4 Jahren angestellt als Töpferin, habe ich gefunden, jetzt möchte ich mich eigentlich selbstständig machen. Und hatte dann die Chance in der Ziegelhütte, wo dort mal so ein Handwerkerhaus war, ein Atelier einzurichten. Und ich habe mich unglaublich verbunden gefühlt, weil die Ziegelhütte hat früher Ziegel gemacht. Also ist dort schon vorher mit Ton geschafft worden. Und das ist für mich eigentlich vom ersten Moment an wirklich eine starke Verbundenheit da gewesen. Ich durfte dort 16 Jahre drin bleiben, bis die Ziegelhütte dann umgebaut worden ist. Das Handwerk ist wahnsinnig wichtig, weil es lebt. Es hat eine Seele drin, es wird mit Liebe gemacht, es hat eine Ausstrahlung. Man weiß vielleicht auch manchmal noch, wer es gemacht hat. Da gibt ganz, ganz einen hohen Wert an einem Gefäß oder so. Die Leute kommen wie auch zurück. Zurück zu den Wurzeln oder zurück zu der Erde, jetzt bei mir sowieso. Aber sie merken, da wird etwas gemacht, der macht das von Hand. Und man sieht nicht Maschinen oder eine grosse Produktion, die da einfach abläuft wie, ja. Und Appenzell, muss ich einfach sagen, ist vom Ort, ich fühle mich wohl, weil die Verbundenheit mit allen Handwerkern, die ist extrem. Die ist sehr stark. Also der Moment, wo es geht, nicht mehr besser ist jetzt. Also der ist unglaublich. Seit 47 Jahren mache ich es jetzt. Seit 7 Jahren sage ich, mal jetzt stande ich dahinter. Jetzt stande ich voll und ganz dahinter. Und seit 5 Jahren ist es einfach so entscheidend, dass ich sagen kann, wow, jetzt kann ich schon zurückschauen. Jetzt sind das schon ganze 47 Jahre. Das ist ja unglaublich. Und mir gibt es immer noch. Und was gibt es Schöneres, als wenn man so arbeiten darf, auf einem Beruf, den man mit Liebe machen darf und wo man sich jeden Morgen freut darf. Und den noch verkaufen darf. Also ich meine, ich weiss nicht, aber ich finde das ein unglaubliches Glück. Ja, wirklich.
Akzent geht beim Töpfer, ist die Generation, die wirklich jetzt auch schon so lange macht wie ich. Oder mein ehemaliger Lehrmeister, der das immer noch macht. Und der ist 74, der schafft immer noch unglaublich viel. Wenn solche Menschen sterben, dann stirbt sehr viel. Weil, wenn man das heute möchte, dann geht man nicht mehr in die Tiefe. Dann geht man nicht mehr in das Wissen hinein. Und dann hat man nicht mehr den Erfahrungswert, der sehr, sehr wichtig ist. Es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig, weil es ist eine andere Zeit. Und es wird nicht mehr so viel richtig gelebt, in die Tiefe gelebt. Und im Moment ist es sehr, sehr so ein Modetrend. Jeder möchte noch schnell. Und jeder möchte noch schnell ein Geschälchen machen und so, ja. Wenn man hier einen Becher nimmt und man trinkt daraus, ist es ganz anders, als wenn du einen Becher in einem Post hast, wo du weißt, der ist 100'000 Mal gemacht, 100'000 Mal gibt es den gleichen Becher. Es ist ganz anders zum daraus trinken, als wenn du weißt, mal, der Mensch hat das gemacht und vielleicht noch extra für dich selber. Und man hat ihn in der Hand und es ist einfach völlig eine andere Ausstrahlung. Das kann man mit jeder Maschine nicht ersetzen. Das habe ich jetzt noch gern, wenn es so ein bisschen die Linie, weißt, so klar ist. Ich kann es nicht sagen, in welche Richtung dass es läuft. Ich hoffe einfach, der richtige Töpfer, der bleibt irgendwie noch ein bisschen bestehen in der Schweiz. In den anderen Ländern ist es kein Thema. Dort wird es wirklich noch gelebt. Deutschland ist viel, die haben noch viel, viel mehr Töpfereien und viel mehr Möglichkeiten. In der Schweiz kann man es nicht mehr lernen. Man kann nicht mehr den Töpfer lernen, den ursprünglichen Töpfer. Ich bin Manuela Muchenberger, bin gelernte Töpferin und darf seit 47 Jahren auf diesem Beruf arbeiten.